Ankunft eines Weltstars am Flughafen in Santiago de Chile. Papst Franziskus trifft zu einer einwöchigen Lateinamerika-Reise in der chilenischen Hauptstadt ein und wird von Präsidentin Michelle Bachelet empfangen. Später geht es im Papamobil durch Santiago de Chile. Am Straßenrand versammeln sich Gläubige und Anhänger des katholischen Kirchenoberhauptes. Ein Schwerpunkt seiner Reise ist die Begegnung mit Nachfahren der Ureinwohner. Dazu reist er am Mittwoch in den Süden des Landes, in die Heimat der Mapuche. Der 81-Jährige trifft dort Vertreter indigener Völker. Die Ureinwohner wehren sich teilweise gewaltsam gegen die Ausbeutung und Zerstörung ihrer angestammten Gebiete. Anschließend wird Franziskus auf einem Luftwaffenstützpunkt einen Gottesdienst mit rund 400.000 Gläubigen abhalten. In Chile ist der Papst auch mit Protesten konfrontiert, wegen Skandalen um sexuellen Missbrauch in der katholischen Kirche. Am Donnerstag reist der Papst weiter nach Peru.